Welchen Balken nehmen wir denn, Eduard? Die sind alle dreckig, wir müssen die auch lackieren. Ne? Sollen wir nicht einfach da in diesem Baumarkt einen neuen holen? Aber ne, wir sind ja Sparfüchse, wir klauen hier von Muhabau ein bisschen Schalo. Dankeschön, Muhabau. Schnell die Platten tauschen. Welche? Die hier, weil die sind wir haben uns alle drei in die Hose geschissen, der wollte uns überfahren. Das geht ab. Die sehen aus wie Dalmatiner ohne Punkte, ne? Hä? Laber keinen Scheiß. Ey, dann lass mal gehen, Alter, und so tun, als ob... Wir haben noch Wein gefunden. Und? Was sagst du? Warte. Nee, ich probiere. Fertig mit dem Trainieren. Wichtigste für euch, Mike, 2:30 müsst ihr hier sein. Wir haben eine Besichtigung. Seit langem wieder und auch seit langem wieder die Kamera im Gesicht. Auf jeden Fall heute, ganze Video, ein ganz normaler Tag bei uns. Obwohl der heute eigentlich sogar relativ lang geplant ist. Ne? Besichtigung, Essen machen, weiß man nicht, wie man das alles zählen soll als Arbeitszeit. Welchen Balken nehmen wir denn, Eduard? Die sind alle dreckig. Ja, die sind alle dreckig. Wir müssen die auch lackieren. Ne? Sollen wir nicht einfach da in diesem Baumarkt einen neuen holen? Dann können wir auch direkt die Maße nehmen, die wir da... Aber ne, wir sind ja Sparfüchse. Wir klauen hier von Muhabau ein bisschen Schalo. Ja, das sieht richtig gut aus. Guck mal. Ja. Der sieht gut aus. Perfekt. Dankeschön, Muhabau. Guck mal, wir sind wieder am Film. Jetzt muss er einmal Hallo sagen. Mein Bart ist nicht gekämmt. Was? Nee, ich würde das sagen, aber wir probieren unser Bestes. Ja. Nee, du musst erst mal. Thomas, kannst du ein Kefir? Nein, ich habe mal einen Schnapp gegeben, den Alex. Das ist lustig. Hast du jetzt voll gespielt? Ja, und dann hast du gleich nochmal gespielt. Egal. Aber Mike. Ja, ich nehme die Banane. Ja, jetzt weiß ich ja, dass du die willst. Nee, perfekt. Aber ich wollte auch eher den Kefir. Ja, perfekt. Haben wir probiert, einmal nachzuspielen. Die Situation hat nicht geklappt. War nicht mal ein Viertel so lustig, wie es eben war. Egal. 1,24 Stunden Kamera, aber da muss man sich auch 24 Stunden Material angucken. Genau. Thomas ist die Zentrale heute quasi. Wenn wir Probleme haben, dann melden wir uns bei dem. Tut der hier aus der Zentrale alles in die Wege leiten, dass wir da vorankommen. Eigentlich kann man sagen, wir sind die Paw Patrol, Eduard. Ich fass mal an. Was denn? Ja, fass mal an. Wow, das ist... So war das da unten drunter. Hier, auch aus dem Haus. Ja. Ey, fass mal das an, das war da auch drunter. Das ist eigentlich eine Dachlatte. Fühlt sich an wie ein Kuscheltier. Mit sowas haben wir zu tun. Jeden Tag. Warum ist hier eigentlich nicht offen? Zack. Bip, bip. Boah, die Banane wird jetzt richtig gut tun. Die Lasur, jetzt beugeln wir uns das mal da. Ich habe das noch gar nicht gesehen. Du warst einmal mit Thomas da, vor einem Jahr oder was, dir gesagt, jo, gucken wir uns an, ne? Und haben uns ein bisschen Zeit gelassen. Wir hatten aber auch sehr viele Sachen dazwischen zu tun. Was muss man da machen? Ist da was weggefault von einem Geländer oder was? Oder? Nee, nur von so einem Tragbalken von oben vorne. Da ist er, der Holzbalken. Den da, den wechseln wir jetzt. Oh, das ist jetzt ein bisschen angehoben. Das ist eigentlich ganz cool. Ja, auf jeden Fall. Was? Nein. Doch klar, Alter, hier Tropfen, guck doch. Ja, okay. Ist auf jeden Fall super. Sollen wir noch schnell die Platten tauschen? Welche? Die hier, weil die sind ähnlich. So, Leute, das Video ist gesponsert von Bodybuilding Depot. Da gibt es einen Gutscheincode von uns, Vermieters 5. Das ist kombinierbar mit allen Aktionen, die da auf der Website von Bodybuilding Depot gerade verfügbar sind. Aber nur Pulver bringt nichts, Sport gehört auch dazu. Eiweißpulver ist halt eine coole Sache, man wird satt, man hat Eiweiß in sich drinnen und hat schon mal eine Sache über den Tag so ein bisschen abgedeckt. Deswegen mache ich das gerne, wenn ich mein Eiweiß über Fleisch und was weiß ich, was es alles gibt, erstmal viel, viel teurer und schwerer zuzubereiten. Du musst das braten, tun hier, schütteln. Und da kannst du schon trinken, fertig. Nach vielen, vielen Jahren Training, Thomas, wie lange mache ich schon Training? Bestimmt 22 Jahre. Wo ich jung war, konnte ich mir das Eiweiß nicht leisten. Da habe ich ja irgendwie probiert, alles in mich reinzustopfen, was geht. Aber so finde ich das perfekt. Jeden Tag einen Shake trinke ich. Ich habe immer Kreatin, auch nicht dauerhaft das ganze Jahr. Und die Gelenkkapseln nehme ich auch immer. Und das ist, würde ich sagen, bringt mir am allermeisten. Was man sagen kann, Bodybuilding Depot, Preis, Leistung, top.
für den Geschmack und den Preis ist das top. Und mit 5% sparen noch besser. Also nochmal Vermieters 5 bei Bodybuilding Depot. Preise müsst ihr euch auf der Website mal angucken. Früher konnte man die in diesen Packungen hier holen. Das haben die aber geändert und das alles in Papiertüten verpackt. Das ist nachhaltiger und die haben das gemacht, um den Preis halt niedrig zu halten. Das ist gekommen, wo die ganze Inflation losgegangen ist und überall die Preise angezogen von Eiweiß. Der Preis ist wirklich nur minimal hochgegangen in der ganzen Inflationszeit. Bei anderen Herstellern viel, viel mehr angezogen. Boah, was kostet jetzt eine Packung? Wir haben letztens erst noch hier bestellt gehabt. Was war das? 25? Kilo 23,90, 24,90, ja. Aber guckt selber. Ja. Guckt selber, ganz genau. Und wenn ihr euch lustig über meine Haare macht, das ist ein Link zu Bodybuilding Depot, nicht zum Friseur. Aber der sieht schon so ein bisschen aus wie so ein Lego-Männchen, das muss ich leider so sagen. Prinz Eisenherz. Ja, aber da, wo der angefangen hat, seine Frisur zu machen, ja. Der Prinz Eisenherz. Aber sieht trotzdem aus wie so ein Lego-Männchen. Das ist, als wenn da hier die Frisur so abnehmbar und draufsteckt. Sieht ein bisschen aus wie ein, wie eine Perücke. Ne, wie eine Perücke. Thomas, wie geht's dir? Wie geht's? Steuerwahnsinn. Ja? Aber bald durch, ey. Ja? Das ist doch das Gute. Bis heute fährt schnell, ne? Heute nicht schnell. Aber doch, ja, mal gucken. Ja? Mal gucken. Ich geh da nicht so nah dran, sonst sehen die Leute. Der Alex war gerade hier, der hat gesagt, das ist, glaube ich, noch nicht in dem Vorlagenpaket drin. So machen wir es, ne? Ja. Wir füllen die Liste aus, schicken das dem Steuerberater, haben alles selbst im Blick, ne? Welche Kosten, wie hoch. Das wollen wir so, wir geben nicht alles den Steuerberater und der tippt die Zahlen ein. Ne? Ja, weil wir so viele Objekte haben, ist halt schwer für einen Steuerberater, der dann nicht komplett im Stoff ist, zu wissen, welche Rechnung gehört wohin. Ne? Das muss man dem Steuerberater ja schon so ein bisschen zeigen. Wir haben auf jeden Fall genug. Der Wolf ist da auch mit. Ja? Ja, perfekt. Also wir machen jetzt ein bisschen noch arbeiten, dann besichtigen, dann essen. Jo, ja, ich fahre dann gleich nochmal kurz zum Schinken und hol die Schalsteine, weil ich weiß nicht, ich weiß nicht, wie lange das heute wird und dann... Machst du die nächste Baustelle zu Hause auf? Ich mach mir jetzt zu Hause die nächste Baustelle. Also ich kann eins sagen, bei Mike im Kanal, da werden auf jeden Fall bestimmt viele Videos kommen, wenn er die noch schafft zu schneiden, weil der hat viel vor dieses Jahr. So, wir bereiten uns jetzt eine Mahlzeit vor. Das ist eine Mahlzeit, die wir früher immer bei unserem alten Arbeitgeber gegessen haben. Aber nicht hier mit so einem tollen Kasan, sondern das haben wir da einfach in einem Topf gemacht. Ey, Wein haben wir vergessen, Eduard. Wir haben doch immer mit Wein abgelöscht. Scheißegal, ne? Jo, egal. Auf jeden Fall kann man sagen, wir schneiden jetzt die Kartoffeln und bereiten alles vor und dann gehen wir uns das Haus angucken. Das ist das erste Haus, wo wir zu Fuß besichtigen gehen. Mal sehen, ob das was ist oder nicht. Ja, und danach machen wir das Essen. Die Kartoffeln, die lege ich jetzt in Wasser, weil bei der Kartoffel ist das so, dass die Stärke da rausgeht, wenn man die in Wasser einlegt. Deswegen wird das auch so weiß. Ich war jetzt auf einem Kochkurs. Ich verlinke das auch mal. Das ist Shelsons Kochmanufaktur in Manufaktur in Bonn. Das ist ein super Typ und ich habe da echt viel gelernt. Zwar alles wieder vergessen. Das habe ich aber behalten. Die Kartoffel, wenn man die in Wasser legt, dann geht die Stärke da raus und dann hat die auch weniger Kohlenhydrate. Wir kaufen uns ein bisschen Brot, aber wollen, dass die Kartoffel so wenig Kohlenhydrate hat wie möglich. Nein, ist alles Schwachsinn, was ich erzähle. Aber das stimmt halt wirklich. Also die Kartoffel, je länger die im Wasser liegt, desto weniger Kohlenhydrate hat die, weil die Stärke da rausgeht. Und die werden auch nicht so pappig, sondern die werden ein bisschen fester. Jetzt voll viele Sachen, Eduard, ne, wo man drauf achten kann beim Kochen. Das ist voll krass. Kochen, das ist gar nicht so einfach. So. Meinst du, wir hatten einen Slogan. Stimmt, ja. Wie hieß der Slogan? Ja, ja, nicht ablenken und, nicht ablenken lassen. Stimmt, ja. Du hast dich ablenken lassen. Ich wollte dich nur prüfen. Ach so, ja, dann hast du verloren. Also. Aber den ersten Fehler hast du gemacht, nicht ablenken. Wir haben uns alle drei in die Hose geschissen, der wollte uns überfahren. Einer hier von den Weber-Wolfs, Junge. Jo. Sonst geht ab, Hose voll. Jo! Boah, scheiße, du hast hier Matsch geparkt. Da ist der nächste, Mann. Wohin? Bei Hühnerstall? Ja, wir fahren gerade zum Hühnerstall. Nee, wir müssen ein Haus besichtigen, da hinten in Eichholz. Ja, wer geht jetzt? Jo. Könnt ihr uns mitnehmen? Nach dem Bus können wir. So. Das Gefährlichste haben wir schon mal geschafft. Ja, ein Haus. Nee, hier muss man ein Haus. Oh, was sind das für Hunde, Alter? Boah, was? Boah! Komm, also einmal. Die auf so einem Feld. Keine Ahnung, Alter. Hunde auch auf Feld, die sehen aus wie Dalmatiner ohne Punkte, ne? Hä? Ey, eine kommt hinten durch. Laber keinen Scheiß. Ey, dann lass mal gehen, Alter, und so tun, als ob wir. Boah, Junge. Nee, Mann. Mann Boah, Junge, das ist nichts für mich. Das ist bestimmt ein Hundespielplatz hier.
Jo, das kann sein. Boah, Junge. Ja, ja, weglaufen können wir von denen nicht. Hier, da ist schon das Haus. Ja. Ja. Aber nicht das erste Haus. Nee, nee, das zweite. Ich koche jetzt erstmal und dann gucken wir, quatschen wir gleich mal über das Haus. Ich habe schon ein bisschen gerechnet. Wird schwer. Einmal schlechtes Szenario gerechnet, einmal gutes Szenario gerechnet. Wenn man das vom Schlechten ausgeht, auf gar keinen Fall kaufen, dann ist das nicht gut. Wenn man von dem relativ guten Szenario ausgeht, dann ist das okay. Aber auch nicht tipptopp. Kann man gut kalkulieren. Das muss sich halt rechnen, sonst ist das Schwachsinn. So, wir haben noch Wein gefunden. Der kommt jetzt auch noch daran. Und? Was sagst du? Warte, das machen wir ja so möglich. Das ist ja so möglich. Nee, ich probiere. Hier so. Nein, der kann man super, den kann man dafür nehmen. Der ist perfekt dafür. Der schmeckt fast genau wie dieser Chardonnay, den wir bei ZDF immer genommen haben. Ja, der ist super. Der ist super. Der schmeckt echt wie der Chardonnay. Ja, ja, ne? Auf jeden Fall der Stück Kopf. Mike, wo haben wir den bekommen? Boah, als wir Schrott weggebracht haben mit Thomas. Da haben wir den Wein gekriegt. Als was? Schrott weggebracht haben. Beim Schrotthändler in Eitorf. Da habt ihr einen Wein bekommen? Da haben wir einen Wein bekommen noch dazu. Ja, das ist auf jeden Fall was, Junge, was nicht alltäglich ist, nee. Einen Schrotthändler eine Flasche Wein zu bekommen. Du kippst ihn gleich weg, was du brauchst. Ne, und den Rest den schieben wir uns dann weg. So in die Figur wieder mal. Auf jeden Fall. Haben wir damals auch immer gemacht. Bei ZDF waren wir immer besoffen, die Maschinen am Reparieren. Und jetzt ist der Mike besoffen, das Fleisch hat drüber. Nein, der ist nicht Mann davon von. Der ist gar nicht mit einem Schluck Wein nur getrunken. Jo, der Mike verträgt auch gut 3-4 Schlucke. Aber das sieht, guck mal her. Oh. Ey, aber mit diesem Koch, Eduard, den müssen wir einmal einladen. Da werdet ihr auch begeistert sein, was der alles erzählt hat, was so mit Essen möglich ist. Aber immer abwechselnd. Schreibt das mal, ob ihr da Bock drauf habt, Alter, mit dem ein Interview. Nein, irgendein Podcast. Gericht. Kochen. Ach so, ein Gericht. Boah, das wäre geil, wenn ihr auf sowas kochen. Ja, Mann, bei dem, cool. Das direkt da kann man die, nee, hier, machen wir hier. Ja, aber der hat da seine Sachen, Junge. Ja, das war schon so ein, aber ein sehr guter Koch kann hier super gut kochen. Ja, muss ich mit dem reden, aber sonst machen wir da hin. Wir fragen, ob der, das, ob der hier bei uns ein geiles Essen hinkriegt. Ja. Das wäre doch mal was. Da kann man ja am Ende Fazit sagen, hier oben ist super einen, oder nicht. Auf jeden Fall, ja. Na, machen wir. Lecker. Mmh. Oh. Ich werde das immer schälen, was denn? Wann kommt der Knoblauch rein? Jetzt oder erst nachher in die Suppe? Ich tue den in die Suppe. Achso, ja, dann haben wir Zeit. Thomas, was hast du gerade gesagt? Mike hat minus über alles. Der Eduard hat minus. Oha, warum habe ich kein wenig Gewinn? Und der Thomas hat minus. Der Thomas, der ist Steuervorschreibung bis 2030. Jo. Hört sich halt scheiße an mit den Minus, aber in dem Fall. Allein? Ich habe meine auch da reingeschrieben. Vielleicht dazu kurz zu sagen: Kaufjahre sind kostenintensive Jahre. Da, ja, deswegen haben wir auch ein bisschen Angst um 2024, 2025. Wenn wir nichts kaufen, müssen wir viel zahlen. Ja, da hilft aber die erhöhte AFA. Aber die ist noch nicht endgültig durch bei uns. Das ist ein langer Prozess. Aber das waren schon wieder viel zu viele Zahlen eigentlich. Ja, ja. Müssen wir mal gucken. Da können wir ja piepsen. Oder warte mal ganz kurz. Und wir haben auch ein bisschen was einen Fehler im System gesehen mit den Gutachten. Du hast ja letztens mal gesagt, was passiert mit erhöhten Gutachten, wenn man saniert. Nach Sanierung, ja, das ist halt echt, da ist meine Meinung, sanieren. Das Finanzamt wird. Finanzamt will ja jetzt das neue Gutachten nach Dach und Fach. Da kommt es nicht drauf an, ob neuer Boden drin ist, ein Laminatboden. Ja, aber oder wenn, ob eine neue Fliese gemacht wird. Tun ja viel nur renovieren. Sanieren ja eher wirklich wenig. Ja. Und wenn, denke ich mal, wird das Finanzamt dann halt auch gucken, auf welche Objekte ist wie viel Kohle reingeflossen. Ja. Ne? Und dann nach. Forschen einmal, was ist da gemacht worden? Hast du Schwein gehabt, dass wir hier noch einen Wein stehen haben? Weißt du, wo der Wein ist? Jo, vom Schrottplatz Weihnachten. Ja. Wir haben zwei Teile mit Kalb da liegen. Jo, wir verwerten die Sachen gerne und werfen die nicht weg, deswegen tun wir das jetzt einfrieren und machen das demnächst mit Kalbfleisch vom Bauern. Hier aus der Region, wirklich, das ist Kalbfleisch vom Bauern hier aus der Region und machen das am Montag nochmal neu, damit wir nichts wegschmeißen. Weil das sollte man auch nicht machen, das ist nicht so cool. Nein, wegschmeißen ist eine Sache, es war halt übelst lecker gewesen. Ja. Das ist total schade, das wegzuwerfen. Das war ein Tag in unserem Leben. Jo. War so.
Aber nicht jeden Tag mit dem Essen und so spät, aber immer morgens treffen, Training, kurz bequatschen, was so läuft. Ein, zwei kleine Sachen hat man quasi gefühlt jeden Tag an den Immobilien. Manchmal teilen wir uns auf, dann fahren wir los, erledigen die Sachen. Heute haben wir noch was gekocht danach, fertig. Nach meiner Meinung ein Traumleben. Ja, ist so, ne? Ein Traumleben. Ah, trotzdem hat man was geschafft heute. Wir sind ein bisschen so wie die Paw Patrol. Du warst der Rider heute. Bin ich oft der Rider. Aber solange es euch gefällt, aber das Thomas Wichtigste. War auch Rider, ist nicht so, dass der hier war. Der Thomas hat die Steuer fertig gemacht für 22 heute. Jetzt ist die auch fix und fertig. Ich habe das eben rausgeholt. Boah, da war echt noch gut Fleisch drin. Ja? Ja, immer wieder so ein kleiner Klotz. Ja, ja, wenn dann noch Hackfleisch dabei kommt vom Kalb, boah, wird das ein geiles Essen. Also. Ja. Das hier machen wir am Montag sauber oder was? Montag sauber. Das mache ich auf jeden Fall nicht heute sauber, Mann. Da muss ich einbrennen wieder. Ich brenne den ja immer wieder ein, Mensch. Mike, das ist bestimmt ein richtig langes Video jetzt, ne? Auf jeden Fall, übel. Schreibt mal in die Kommentare, ob auch so lange Videos okay sind. Ja, ob ist halt ein ganzer Tag. So ein Tag, ob sowas echt interessant ist, muss man ja wissen. Ja. Ende des Tages Spülmaschine anmachen, ab nach Hause. Ja. Jo, auf jeden Fall war es das jetzt mit dem Video. Peace, Leute, bis dann. Macht's gut. Und seid fleißig. 100%.